Gehen wir mal hoch. Stand da gerade Jericho? Habt ihr das gesehen? Da, Jericho. Das ist ein altes Schiff. Guck einer an. Da verstecken die sich wahrscheinlich. Natürlich ist das rostig. Natürlich. Mein Herz hat gerade wieder ein paar Sprünge gemacht. Da gehen wir jetzt mal nicht lang. Es gibt noch andere Möglichkeiten, nehme ich mal. Oh Gott. Okay, da hoch. Gibt es hier einen Kran oder sowas, der darüber führt? Ist auf jeden Fall alles schon sehr rostig hier. Das, ja, mal gucken. Treppe, eine Leiter. Und das knatscht. Nicht, dass wir hier gleich mit der Leiter zusammenbrechen. Ah, hier. Und das ist natürlich noch höher. Super. Okay. Ich bereite mich mal darauf vor, gleich ganz schnell irgendwelche Sachen zu drücken. Perspektive ist gerade auch sehr toll. Oh. Ja. Schön. Dann würde ich sagen, springen wir da mal rein, weil das sieht aus, als wäre da Wasser. Was ist da jetzt wohl erwartet? Hat er denn seinen Mantel gelassen? Okay. Was haben wir jetzt hier? Ist das eine Taschenlampe? Die nehmen wir gleich mal mit. Wenn die noch funktionieren sollte, natürlich. Okay, schon mal besser. Oh Gott. Das ist natürlich alles hier schon völlig verranzt. Hier hinten war was. Kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Ne, das war mir schon klar. Wir müssen tiefer rein. Gehört? Wir sind nicht allein. Auch verschlossen. Was hinter mir? Nee. Check die Tür. Auch zu. Dann ist die auch zu. Auch nicht. Okay, das sieht nach einer normalen Kajüte aus. Aber hier scheint nichts zu sein. So wie es aussieht zumindest. Ne. Okay. Da auch nicht. Dann gehen wir wieder raus. Da ist auch alles dicht. Dann geht's hier weiter. Ist da der Boden kaputt? Ja! Ich sag doch, wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein. Hallo? Irgendwer hier? Natürlich ist er. Das war aber kein normaler Android, wenn überhaupt. Das war ein Kind, oder?
Maschinenraum, hm? Ich sag dir, wir müssen tiefer rein. Gruseliger kann es ja wohl nicht sein, wie so ein kleines Kästchen. Ich glaube, das war gerade die Tür, die hinter uns zugegangen ist. Nein! Jetzt bricht das aber alles zusammen. Verdammt. Na komm, steh auf. Nimm die Taschen noch mit. Gefunden. Ach, guck mal an. Willkommen in Jericho. Das ist der aus dem allerersten Video, Leute. Oder? Der das Kind zur Geisel genommen hat, aber die haben den doch erschossen. Wir haben die Leute von Jericho getroffen. November 2038. 15.02 Uhr. Vertrag dich mit Lieutenant Anderson. Ich versuche es. Aber irgendwie klappt das noch nicht wirklich. Versuchen wir es. Ganz heißen Tipp für dich. Nummer 5 im dritten. Der ist blitzschnell. Der Gaul kann echt richtig rennen. Willst du was setzen? Dein letzter heißer Tipp ist ganz schön teuer für mich geworden, Pedro. Komm schon, das hier ist anders. 100% Garantie. 100%. Ja. Wir scannen mal. Also ist er natürlich auch noch ein kleiner Spieler. Detroit Lebensmittelhygiene Lizenz. Lizenz abgelaufen. Erneuerung abgelehnt. Und da könnten wir natürlich jetzt was sagen, aber machen wir nicht. So, was haben wir hier? Zu seinem Spielerfreund. Abda Petro, geboren 25.01.2005, arbeitslos, Vorstrafen, illegales Glücksspiel und Betrug. Okay. Und er hier oben? Warte. Gary Case, geboren 3.12.88, Geschäftsinhaber, Vorstrafen, Widerstand gegen Festnahme, Verstoß gegen Hygieneverordnung. Da wir aber jetzt mal ein bisschen mit Anderson hier auf gut Freunden machen wollen, werden wir wahrscheinlich das einfach mal übersehen. Lieutenant Anderson, geboren 6.9.85, Polizeilieutenant, keine Vorstrafen. Okay, da war los. Okay, ich bin dabei. Verdammt gut! Hey, du wirst nicht bereuen. Ja. Was ist dein Problem? Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Ich entschuldige mich. Mein Verhalten auf dem Polizeirevier tut mir sehr leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Oh, wow. Du hast so kein Arschkriecher Entschuldigungsprogramm. Die von Cyberlife denken wirklich an alles, hm? Bitte sehr. Wir scannen mal. Hamburger, 1680 Kilokalorien, 36 Gramm Fett, bla bla. Okay, der kann wirklich alles scannen, das ist echt böse. Was hat er hier? Eine Cola wahrscheinlich? XL-Limonade. Ananas-Passionsfrucht. Ah, danke, Gary. Ich verhungere. Vergiss das Ding nicht. Keine Chance. Der folgt mir überall hin. Das Ding. Siehst du? Hm.
Dieser Pedro, da ging es um illegale Glücksspiele. Habe ich recht? Ja. Ja. Und Sie haben gewettet? Ja. Ja. Okay. Guten Appetit. Guten Appetit. Ja. Oh Gott, Abweichler. Möchten Sie erfahren, was wir über Abweichler wissen? Aber sicher doch. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Mhm. Emotionen machen nichts als Ärger. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Das stimmt. Ich gehe jetzt immer auf Hank und die Androiden ein. Irgendwas war da ja. Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Ich habe meine Gründe. Okay. Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße. Nein. Kiado. Warum siehst du so dämlich aus und klickst wie der letzte Arsch? Cyberlife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Tja, war wohl nichts. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Ja, erinnert sich. Vor ein paar Monaten. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. Oh, du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht. Und hast jetzt alles über mich rausgefunden. Ich bin ehrlich zu ihm, natürlich. Ich weiß, dass Ihr Abschluss exzellent war. Sie haben viele Fälle hervorragend gelöst und wurden der jüngste Lieutenant in Detroit. Ich weiß auch, dass Sie in den letzten Jahren häufig abgemahnt wurden und Sie verbringen viel Zeit in Bars. Und was schließt du daraus? Was sage ich zu ihm? Oh Gott, was sage ich zu ihm? Ich bin Psychologe. Ich weiß, dass Sie ein erfahrener Polizist sind und hätte gerne Ihr Vertrauen. Ich bin sicher, dass wir den Fall lösen, wenn wir beide zusammenarbeiten. Oh, mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen. Essen Sie in Ruhe auf. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen. Das lief jetzt gar nicht mal so schlecht. Das war schon mal schlimmer. Das war schon mal viel, viel schlimmer. Hey, Connor. Sind deine Batterien etwa leer? Tut mir leid. Ich habe Cyberlife Bericht erstattet. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein. Ich komme. Befrage den Verdächtigen. Was wissen wir über diesen Kerl? Nicht viel. Ein Nachbar hat berichtet, dass er seltsame Geräusche auf dieser Etage gehört hat. Die Wohnung sollte unbewohnt sein, aber der Nachbar sagte, er habe... Federn, Columbia, Livia, Felsentaube. Wie ein Mann gesehen, der eine LED verbarg. Ja, Mann, wenn wir jetzt auch noch jedes seltsame Geräusch untersuchen sollen, brauchen wir echt mehr Cops. Na, da macht keiner auf. Ist jemand zu Hause? Aufmachen, Detroit Police! Bleib hinter mir. Verstanden. Jetzt wird's interessant, Leute. Während Hank jetzt erstmal vorprischt, Scan-Modus aktivieren. Ich habe hier gerade schon was gesehen an der Wand, was sehr seltsam aussieht, schon mal. Okay.
dann wohl da drin, hm? Und du? Was zur Hölle ist das denn? Alles gut, nur Tauben. Nur Tauben, eine Menge Tauben. Oh, Scheiße, wie das hier stinkt! Okay, bestätige, dass der Verdächtige ein Abweichler ist. Finde den Ursprung des Lärms. Der hat sich wahrscheinlich irgendwo verschanzt oder verkrochen. Tja, wir sind umsonst gekommen. Das glaube ich. Unser Mann ist. Was haben wir hier? Poster eines Urban Farm. Felder im Herzen der Stadt. 265 Acre Avenue, Detroit. Was haben wir hier? 100% Recyclingpapier, kürzlich bewegt. Können wir es eventuell abziehen? Hm, was haben wir denn da? Hier ist wieder dieses Symbol. Dieses Hexagon-Symbol, was ich eben schon beim Eingang des Hauses gesehen habe. Seht ihr das überall? Was gefunden? Ich weiß nicht. Wohl eine Art Notizbuch, aber es ist nicht entzifferbar. So viele Tauben überall. Da, da ist das Symbol nämlich auch überall an den Wänden halt. Moment, da lang. Da lang. Komm. Verdächtige ist nichts. Also, denke ich mal schon, haben wir hier natürlich einen Android. Verdächtige versorgt wilde Tiere. Also ein Android mit Vorliebe zu Tauben? Militärjacke, Second Hand, Initialen RT. RT. Vermutlich Initialen. Er hat seine Initialen auf der Jacke. Sowas machen Mütter. Wie ihre Erstklässler. Ein Führerschein. Eine Fake-ID. Der Führerschein ist gefälscht. Cool, da hat sich der Besuch gelohnt. Hm. Wir nehmen mal eine Probe. Echte Bücher. Mal dran lecken. Ich dachte, ich wäre der Letzte in Detroit, der noch... Blaues Blut. Welche hat? Definitiv Android. Was ist da noch? Das Papier nicht riechen. Er hat sich den Chip rausgenommen. Die LED. Biokomponente. Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheißtauben nicht ertragen. Da ist wieder RA9. Das hatten wir schon mal. Das hat auch schon mal einer gesagt. RA9. Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind sie so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Ich würde eher sagen, Schaltkreise oder sowas. Ein Stuhl. Der Typ, der ist über uns. Der ist umgekippt, der Hocker. Passt mal auf. Oh nein, der springt uns gleich was an. Ich merke das doch. Geöffneter Textmarker, noch feucht. Kürzlich benutzt. Farbe Mitternacht schwarz. Hocker. Holzhocker, kürzlich umgestoßen. Spuren von Vogelfäkalien. Rekonstruieren. Und zeig her. Da wurde dran geschrieben. Verdächtiger war vor kurzem hier. Und wir haben ihn wahrscheinlich gestört. Da wackelt's, er kippt um.
fällt hin. Was haben wir da? Ins Wohnzimmer gerannt. Okay. Vogelfutter. Ich fass es nicht. Diese Irre hat tatsächlich die Viecher gefüttert. Vogelkäfig. Hat er wahrscheinlich umgestoßen, nehme ich mal. Spuren von Frisch. Spuren frisch. Oh Gott. Spurenbreite 49,8 cm. Spuren von verzinktem Stahl. Handabdrücke. Da. Fingerabdrücke. Handabdruck frisch. Spuren von Vogelfäkalien. Keine Fingerabdrücke. Also definitiv Android. Und hier. Metallhaken. Kürzlich zerbrochen. Also hat er den wahrscheinlich während seiner ruckartigen Flucht abgerissen. Ja, genau. Verdächtiger zur Haustür gerannt.